Hallo, Lovely. Moin, Blue Horizon. Wichtige Ansage. Steven hat es zwar bis 5 Uhr geschafft, hat aber das Game nicht gewonnen. Egal, was der Streamer behauptet. Okay, lass mich dir zwei Fragen stellen. Um wie viel Uhr hat man das Game gewonnen? Warpig, danke für die 100 Bits. Beantworte mir diese Frage. Um wie viel Uhr hat man das Game gewonnen? Fünf Uhr? Okay. Und bis wie viel Uhr habe ich durchgehalten? Oh, 5 Uhr! Ich würde sagen Schach und Matt, meine Damen und Herren. Hören Sie nicht auf die ganzen Fake News Verbreiter. Oh. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass ich bis 5 Uhr durchgehalten habe. Nix da 4, 47, 48, 59. Wusstest du mir noch eine Palette? Komm zu Daddy. Okay, fuck you, ich geh campen. Wir können gerne. Wieso werden wir alle immer von der falschen Seite? Sind das Mindgames oder wissen die nicht, wo der Ton herkommt? Wozu täusche ich an, wenn die. Oh ja, Baby, geil. Beste Runde meines Lebens. Oh, disconnected. Oh no. Oh no. Oh yeah. Guter Start in den Tag, Baby. Chat, weil die hat so wenig nach hinten geguckt und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit Absicht auf der falschen Seite werfen, um zu mindgamen. Ich denke, dass die davor hat es wahrscheinlich mit Absicht gemacht, um mich auszutricksen. Aber die Jane? Bro. Meine Produkte von Vegan sind heute angekommen. Hey, danke schön fürs Bestellen, fürs Ausprobieren. Ich habe gestern die Bratwurst gegessen, Chat, und... Oh, die Bratwurst war richtig lecker. Ich bin ein kleines Oh, jetzt sind es 30 Monate und es ist immer schön hier zu sein. TWNH, TWNH. Ich hab mir Pommes gemacht zu den Bratwürsten und hab die Bratwürste einfach aus der Packung geholt, ab in die Pfanne. Und die waren sehr lecker und sogar von der Bissfestigkeit, das ist ja oft das Problem bei so veganem Zeugs. Ich würde sie nicht unbedingt als knackig bezeichnen, aber war nicht so schlimm in Anführungsstrichen wie bei vielen anderen veganen Ersatzprodukten, die ich schon probiert habe. Die Bratwurst war lecker. Ich verliere, wenn ich jetzt nicht gleich jemanden jage. What the fuck? Ist das der Bot? Sehr gut. Hey Bot. Wäre echt lieb, wenn du jetzt sterben würdest. Ich verliere nämlich immer mehr Zeit, weißt du? Du kostest mich Zeit, weißt du? Sehr gut. Schön zum Maprand laufen. So ist gut. Hallo Basti, Alpaka, danke für die 30 Monate. Der Gen im Hauptgebäude war fast fertig, ne? Ah ne, den haben sie fertig gemacht, die anderen. Kann ich doch auf den Arsch kriegen? Ja. Wir können auch verlieren. Aber wir haben Endgame-Perks, insofern. Scratchhook, let's go. Der wird viel Impact haben jetzt gleich. Im Gegensatz zu Jolt. Da habe ich jetzt leider bisher nicht so einen großen Nutzen draus gezogen.
Vorsprung. Hallo Michaela. Danke, dass du so viele Spuren hinterlassen hast. Interrupted, like a boss. Geh in die Unterwelt und bleib da. I don't give a fuck. Warte, sie wurde direkt wieder rausgeholt. Nee, die Portale sind noch da. Aber vielleicht kommt sie hier vorne raus. Sie wird ja bestimmt durch ein anderes Portal laufen als das, wo sie reingegangen ist. Ich poker darauf, dass sie hier rauskommt. Sie ist raus? Hm, nicht bei mir. Am Haken? No way. Bist du durchs gleiche Portal wieder raus? Sie heilen sich unterm Haken. Gut für uns. Du schaffst es, Kleiner. Du musst einfach. Sonst sehe ich die Twins ja nie in Aktion TWN Cringe TWNL. Hey, die Twins hatten wir schon ein paar Mal in der Challenge. Wir hatten die schon ein paar Mal. Und die haben sich jede Runde bewährt. Eine Runde hatten wir einen Teabagger mit dabei, aber selbst den haben wir dann Staub schlucken lassen am Ende. Wir sind bald bei den Twins. Keine Sorge, ich halte durch. Für meine Twins liebenden Homies. 22 Monate und ich bereue keine einzige Sekunde. Lieblingsschweinchen TWNL. Dankeschön für die süße Message. Anna, danke für die 22 Monate. Sati, danke für die 24 Monate. Vielen Dank für die zwei ganzen. Danke für die zwei ganzen Jahre. Dankeschön. Danke, danke. Michaela, wir beide wissen, dass du jetzt gleich sterben wirst. Was also gedenkst du dagegen zu tun, Michaela? Huh? Der Block kam fast rechtzeitig. Ich habe Mori, warum hebe ich sie auf? Warte, war da jemand im Spiel? Oh, hey. Okay, okay, okay. Noch zwei Survivor. Eine davon ist angeschwächt. Die andere ist bei bester Gesundheit. Da hinten, da kommt was auf mich zu, Chat. Aber... das wirst du bereuen. Okay. Das war eine coole Combo mit dem Stun, dem Blenden. Zum Glück haben wir die erst abbekommen, als schon zwei Leute tot waren. So, Kate. Liebelein. Hm. What? Ich wollte gerade runter. Seid ihr bereit, Chat? Alright, ich bin dem Spind ausgewichen. Nicht etwa mit lauter Fragezeichen im Kopf rumgelaufen, sondern dem Spind ausgewichen. Vollkommen richtig. Hey, yo. Abydos, danke für die 23 Monate. Hallo.
Hallo Dummi. Mir geht's gut, wie geht's dir? Wir haben no way out. Das bedeutet... Oh. Dass wir Bescheid bekommen, sobald sie versucht, irgendwo aufzumachen. Okay, das bemerkt. Oh shit, oh shit, oh shit, no way out. Wusstest nicht, von welcher Seite ich komme und hast dich dann in der Ecke verzogen. Yeah. Ich bin der Profiler. Der Schwabbelfeiler. Der Probbel. Poggi wieder Angst verloren? Oh, das tut mir leid. Und Schwabbel gestern noch geschafft? Das Horror-Ding? Wir haben bis 5 Uhr überlebt. Hey Logan, moin. Und du bist das Chaos? Und wir dürfen unsere Map spielen. Oh, ihr kleinen Scheißer. So oft werft ihr in dieser Challenge eine fucking Map, wenn ich mir nur auf Legion, die ganze Map über, die ganze Challenge über, wünsche ich mir nur auf Legion, the game. Oh, und die machen hier, was die wollen. Macht mich schon ein bisschen wütend. Was war das denn für ein halbherziger Versuch, mich abzuschütteln? Ich muss doch sehr bitten. Er muss erstmal in die Knie gehen, ich hingegen nicht. Wie gut stellt er sich hier an? Okay, er ist mir direkt in die Arme gelaufen, weil er dachte, ich laufe nach links zum Fenster rüber. Habe ich auch angetäuscht. Deshalb habe ich mein Licht so ein bisschen weggeleuchtet, damit er denkt. Oh, damit er denkt, ich will auf der anderen Seite des Fensters auf ihn warten. Aber Survivor, die täuschen einfach viel zu gern an. Kleine Scheiße, die. Jetzt haben wir Spirit Fury. Ready. Spirit Fury. Wo sind die ganzen Scheiße? Stöhnt hier drin jemand? Und das ist eine Sackgasse, oder? Besser wäre es, wenn sie von der Seite das Ding wirft. Weil dann ist sie eingesperrt, wisst ihr? Und ich kann besser aufholen, während ich Spirit Fury aktiviere. Meine Feinkarte! Sehr gut. Und jetzt noch ein Skibbidi-Boop-Bap, Skirtschuck hinterher. Und dann ist die Sache doch schon mal geritzt hier, so halb. Ich würde in der Tat gerne ein paar Leute anschwächen. Gefällt mich, dass sie sich alle vollgeheilt haben. Was denken die, wer die sind? Aber in der Zeit waren sie zumindest nicht an... Ein Boon-Totem? Doch nicht etwa für schnellere Heilung? Das wäre ja in der Tat gar nicht gut. Was hat denn der gedacht, was passiert, wenn er sich auf der gleichen Seite aussperrt wie mich? Ah, Survivor, Survivor, Survivor. Ich hatte Angst davor, dass er durch mich durchläuft und die Palette von der anderen Seite wirft. Dann hätte er mich runtergeworfen und wäre selbst oben geblieben. Deshalb habe ich versucht, die längste Zeit in der Mitte der Palette zu bleiben, um noch anpassen zu können, ob ich links oder rechts ausgesperrt werden möchte. Oh, hello there. Ah!
Da läuft jemand zum Haken. Haken. Haben wir das Bildfehl schon wieder am Stissel? Noch nicht. Bitte schaff es nicht zur Tiefkühltruhe. Oh, sie ist nicht durchs Fenster, das ist gut. Hast du noch einen Deadhead oder so? Nee, ne? Okay. Okay, Crisps. Er ist weggelaufen. Ist direkt wieder vor unserer Nase, Chat. Und die Palette hier wurde schon geworfen durch seine Freundin. Diesmal. Wir haben unsere Strategie angepasst, Chat. Wir hatten schon mal mit dem Ace eine Begegnung, genau in dieser Ecke. Und wisst ihr, was wir da gemacht haben? Ich sag euch, was wir da gemacht haben. Da haben wir das Fenster angetäuscht. Mosch? Und ich dachte, dass er denkt, dass ich nochmal antäusche. Deshalb bin ich diesmal einfach auf die andere Seite durchgelaufen. Straight, ohne großes Mindgame. Weil ich mir dachte, dass er denkt, dass ich den gleichen Trick zweimal mache. Aber ein Schwabe macht den gleichen Trick nicht zweimal. Wenn dann dreimal oder keinmal. Hello there. Spirit Fury is ready. Werbung geht ja gar nicht. D. Xarsil, danke für den 20. Monat. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo Nerdira. Moin moin. Ein Schwabbel erzählt gerne fünfmal die gleiche Story. Ich bin ein kleines Schweinchen. Ein kleines hungriges Schweinchen. Danke für jeden Stream, TWNH. Chat, haben wir ein Comeback? Mir fällt gerade nichts ein. Oh, die hat einen Geist gerade abgefummelt, deshalb hat sie den Schlag ausgehalten. Wurde sie woanders rausgeworfen? Spirit Fury ist leider nicht ready. Was machen wir da? Oh, brauchen wir gar nicht. Hast du gesehen, wie ich da drüber geschlittert bin, Großer? Ganz schön cool, ich weiß. Dankeschön. Warum sind meine Haken alle so weit weg? Monka Giga? Zeit, gesmashed zu werden! Smash! Rutsch! Stöhn! Spirit Fury ist wieder am Stissel. Du Schwein. Ich hätte reinschlagen sollen. Mein Fehler. Fuck you! Oh, ihr Flinks, ihr ist raus, ihr Flinks ist raus, ihr Flinks ist raus, das ist gut. Du hast mich dir das Fenster versperren lassen. Alright. Bancho, dankeschön Bancho für den 21. Monat. Schönen guten Abend.
Kate hat sich erstmal voll geheilt. Ash scheint noch angeschwächt zu sein. Hast du einen Splitter? Das war keine gute Idee. Der Tat, du bist geborgen, tiefe Wunden, Bumsi, Bumsi. Ein Blick. Selbst wenn ich draufgehauen hätte, hätte das nicht geholfen. Horror nichts anderes ist als Realität. Zitat von Alfred Hitchcock. Vielen Dank für deine außerordentlich gute Ablenkung vom Alltag. Kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Opa mit Knarre, danke für die 10 Monate. Schönen guten Abend, hallo. Lieben Dank. Diesmal haben wir keinen No Way Out. Könnte sein, dass sie es über die Tore rausschafft. Die Alternative wäre gewesen, auf der Luke rumstehen, bis sie sich ergibt, aber ich glaube, da sind wir jetzt nicht so sehr dran interessiert, right? Wollen wir sie gehen lassen? Können wir bitte den heutigen TCG-Clip von dir zusammen angucken? Du wirst ihn lieben, Kappa. Wenn du schon so fragst, lieber nicht. Kein Item, kein Escape. Stimmt, ich hätte nach dem Medikit verlangen können, ne? Das passt schon. Bro, the fuck? Yep. Davon haben wir einen Survivor. Hat die Sprint oder warum wartet die so lang? Nicht mal. What the heck? Nimmt sich noch den Pumpkin vor meiner Nase? Ich hoffe, der hat dich verlangsamt, du Schwein. Okay, die spielt. Nennen wir es unvorsichtig. Skirtschuk's alle hier in dieser Ecke drin. Wenn wir hier viele Chases bekommen, okay, ansonsten ein bisschen ungünstig. Willst du dir heute über die Scheck angucken? Oh. Hallo!
Würdest du dich vielleicht ganz kurz von mir ankotzen lassen? Hab Dank, liebe Frau. Oh oh, du musst aufpassen. Sowas tötet Survivor. Haben sie abgehoben? Bleiben wir jetzt an der Ada dran oder nicht, ist die große Frage. Wir wissen, dass sie tollpatschig ist. Und dass sie Fehler macht. Momentan jage ich beide gleichzeitig, nicht das Schlechteste. Die eine könnte auch bald in der nächsten Phase sein, so viel wie sie rennt. Das Fenster ist relativ strong. Hat sie aber noch nicht genutzt. Jetzt läuft sie mit Flink weg. Okay. Survivor Nummer 1 hat Flink. Ada, keine Ahnung. Survivor Nummer 2 haben wir an der Scheck gejagt. Konnte ich jetzt aber auch noch nichts ablesen. Gehen wahrscheinlich gleich zwei Gens an. Der Shack ist ja auch fast fertig gewesen. Die hat aber jetzt ein Problem, nämlich dass ich so einen langen Arm habe. Und will sie hier weiter loopen? Angetäuscht, habe ich auch angetäuscht. Haben wir das Antäuschen gewonnen, gute Arbeit. Ich würde sie gerne mit einem kurzen Schlag zur Strecke bringen. Dann sparen wir uns Coup de Grâce nochmal auf, den Gnadenstoß. Okay, Ada ist jetzt an Hooked Chat. Wäre gut, wenn wir die demnächst drankriegen. Vorausgesetzt, sie entfernt sich nicht zu weit und bleibt hier irgendwo in der Nähe, lässt sich aufspüren. Ist das ein gutes Game? Schlecht wäre es, wenn ich jetzt alle dran kriege, nur sie nicht. Ada hat sich geheilt. Ich habe noch einen langen Arm. Sie muss mir nur die Gelegenheit geben. Schade. Das ist nicht Ada. Das ist nicht Ada. Habt ihr das Gefühl, dass der Palettenvakuum zurückgekommen ist? Ey. Wenn ich mir das gerade angucke, die ist dran vorbeigelaufen und dann portet sie nach hinten. Macht mich schon ein bisschen aggro jetzt. Okay. Hinter dem Hügel ist eine angeschwächte Person. Ada. Sich zu heilen war eine gute Idee von der Ada. Ist die Angeschwächte noch hier? Die ist super weit weggelaufen. Okay. Ich denke, wir buffen uns ganz kurz. Ist da gerade jemand aus dem Portal gekommen? Scheiße, ja. Was? Hier sind doch zwei. Ada! Bist du runter? Sie ist leider... Sie hatte noch volle HP leider. Nice. Struggelt nicht. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man die Haken hier nicht angezeigt bekommt. Ich habe immer Schiss, dass ich irgendjemanden so lange hin und her trage, ohne einen einzigen Haken zu finden. Aber meistens geht es dann doch gut. Meine rote Kotze ist gerade weggegangen. Coup de Grâce. Ah, klappt gerade so nicht. Okay. Ich glaube, das war's. Dadurch, dass wir die eine ausgeschaltet haben. Wieso schreibt ihr über Sexpuppen? Mrs. Lovett, danke für die 28 Monate. Hallo. Du bist halt blind im Void, dafür undetectable.
Kleiner Tipp für einen flachen Bauch: einfach flache Dinge essen, wie Kekse, Pizza oder Schokolade. TWNGASM, bleib so wie du bist, TWNL. Sunnylicious, danke für die 43 Monate. Hey, hallo. So, wir haben noch ein bisschen rote Kotze. Jetzt müssen wir nur gucken, wer hier gleich der oder die Glückliche ist, der das abbekommt, weißt du? Guck mal da vorne, die denkt, wir sehen sie nicht. Weit hier fehlt, junge Dame. Aber die rote Kotze läuft schon wieder ab hier. Gut. Hat dir noch gereicht, nisch? So, junge Dame. Skirtschucks haben wir schon alle benutzt. Ist also egal, wo wir dich anhängen. Yes. Yes. Eine verzweifelte letzte Rettungsaktion? Nicht schlecht, wirklich. Hallo. Es ist auf jeden Fall gut, dass wir die Hürde Plague geschafft haben. Danke für den Ohrwurm. Sorry. What? Die haben sich beide sauber gemacht. Die wollen das Game also... Also sie geben sich auf jeden Fall nicht geschlagen. Wegen meiner? Gut, gut. Chat, wollt ihr ein bisschen Musik haben, während wir noch die Survivor einfangen? Ich nehme Musikwünsche entgegen. Vielleicht irgendetwas, das passend ist zu unserer Suche nach Survivern. Helene Fischer? Okay. Ich kenne nur Herzbeben, glaube ich, von ihr. Wollt ihr Herzbeben? Sind verbunden. Herzbeben. Ich bin ein kleines Schweinchen. Ein kleines, hungriges Schweinchen. TWNH, TWNH.
Hängen wir die auf. Die haben uns genug Zeit gekostet. Den Haag hat gerade angerufen. Das Lied ist ein Verstoß gegen diverse Menschenrechte. Chat, so schlecht ist der nicht. Ich habe das Gefühl, je länger man ihn hört, desto besser wird er. Lass es beben, Chat! Lass es beben! Bald ist das Jahr voll und ich bereue bisher keine Minute. Punkt, denke ich. TWN Wiggle TWNL. Ciane, danke schön! Einen wunderschönen guten Abend! Herzbeben! Der nächste Song ist auch von Helene Fischer und trägt den Namen. Immer wieder dieses Fieber spüren. Ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Na, ich würde jetzt nicht so ankommen. Ich würde halt schon irgendwie so ein bisschen. Ich würde vorher ein paar Videos auf YouTube angucken, Mann. Ich tanze bestimmt besser als die 18-Jährigen, die dich als alte Frau bezeichnen. Ich guck mir heute Abend Tanzvideos an. Schade, hätte ich gerne weggegriffen. Schade, Schokolade. Haben aber beide sehr schnell reagiert. Gute Arbeit, gute Arbeit. Oh, die Palette willst du nicht benutzen. Willst du? Okay. Sei mein Gast, kleine Maus. Ganz wie du willst. Keller? Na, Skirtschuk. Keller? Na, Pain Resonance. Nicht tanken, please. Zum Glück hat sie es verkackt. Holy shit. Das wäre eklig geworden, wenn sie das geschafft hätte. Sollen wir sie... Sie guckt nicht nach hinten. Das heißt, ich konnte ihr einen guten Stalk rausholen. Jetzt heißt sie also mir wäre Metal dann doch lieber. Als Nine Kills Falls, das hier jemand kennt, passt auch zu Halloween TV in Herr BTW. Jetzt habe ich hier drei Safe-Packs. Mein Toxic Trait ist, dass ich denke, ich würde dich als ZMDBD Hops nehmen, obwohl ich seit einem Jahr nicht mehr gespielt habe, Kek W. Eins gegen eins? Frech hier, was ist denn mit dir los? Wenigstens droppt jetzt alle Safe-Packs, die es gibt auf der Welt. Sie ist immer noch One-Shot. Sie steht immer noch auf dem Speiseplan. Zu lange gezögert, junge Frau. Hier war doch bestimmt noch jemand bis vor kurzem. Scheiß drauf. Okay. Hat gepasst. Soweit, so gut. Pain Resonance! Aktivieren! So, wo waren diese Zillionen Paletten? Da vorne, oder? Nach Möglichkeit sollten wir die... Wer sieht mich denn? Achso, ja. Die sollten wir unbedingt noch wegmachen. Die werden sonst nachher mir ein Dorn im Auge sein. Ich werde mich ärgern.
Ich weiß es ganz genau. Die haben sich unterm Haken geheilt. Momentan denken sie, ich bin kein Tunnler. Sie werden ein böses Aufwachen erleben gleich. Ja, moin. TWNH. Miss Knusprig, danke für die 45 Monate. Vielen Dank für den Resub. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Kratzspunner fahren? Vorne läuft jemand? Hat die mich noch gesehen, Chat? Wenn sie jetzt da repariert, killen wir sie. Alle Paletten in der Nähe sind vernichtet worden. Nice. Okay, wir merken uns, Maggie ist dead on hook, right? Skirtschucks sind zu weit entfernt, alle. In der... Wartet, da war jemand neben mir. Oh, die will aufgeben, oder was? Okay. Ein bisschen gemein deinen Freunden gegenüber, aber ich bin der Killer. Die struggelt nicht. Tank nicht für sie. Wollen wir sie trotzdem hauen oder aufheben für später? Wird wieder repariert. Vielleicht kriegen wir die Kate nochmal. Oh, warte mal, das war's nach rechts weggerannt, oder? Hold up, Chat. Wer ist das denn? Die neuen Haare der Survivorin scheinen auf jeden Fall gut anzukommen. Die habe ich jetzt schon öfter gesehen. Die Frisur sieht aber auch cool aus. Kuckuck. Ja, scheiß auf Stalken. Zwei Hits. Das passt schon. Richtung Shack? Warte, die Shack ist hier gar nicht. Nein, ah, die war doch zur Hälfte gestalkt. Das wollte ich mir noch aufheben. Ich bin ein Vollidiot. Egal. Die Runde ist eh vorbei. Guten Abend, Chana. Hi. Hoffe, dir geht's gut. Balanced Landing? Tatsächlich. Wow. Okay. Okidoki. So 80% oder was? Das ist gut. Die anderen haben sich unterm Haken, glaube ich, hier drüben geheilt. Okay. Tut mir leid, lass uns das Game einfach schnell beenden. Ich glaube, uns allen ist klar, dass das nichts mehr wird. Tut mir leid, dass sie eine aufgegeben hat. Die ist eine doofe Kuh. Ich hätte auch mal einen Musikwunsch. Kannst du mal Ghost Mary on Across abspielen? TWN Wow, Grüße gehen raus an Trashbanda-X.
Mary on a Cross von Ghost habe ich noch nie gehört. Was ist das für eine Musikrichtung? Dankeschön für die 100 Bits. Sitzt da vorne jemand dran? Kratzspuren? Mm, yes. Gute Musik? Geiles Lied? Hey, wenn es wirklich geil ist, warum kenne ich es dann nicht? Was soll das denn? Hab nur so getan. Und du bist gesprungen. Warte, war das sie mit Balance Landing? Dem Abstand nach zu urteilen, ja. Und sie wird nochmal zu der Palette laufen, weil ich sie übrig gelassen habe. Und diesmal wird sie warten, bis ich sie wirklich zertrete. Schade, dass sie Balance hatte. Ich muss sie zertreten. Sie findet so immer drauf. Diesmal hast du den Sprint nicht. Diesmal lebst du gefährlicher. Nicht den Kopf stoßen. Gut gespielt. Den Song kennst du bestimmt von TikTok. Oh, vielleicht habe ich den schon mal gehört, aber kenne den Titel nicht. Das könnte sein. Was habt ihr gesagt? Mary on a Cross von Ghost. Oder umgekehrt. Ghost, Mary on a Cross. Wollen wir draufhauen oder nicht? Wir heben sie uns auf. Guten Abend, ich freue mich sehr, ein Teil von der Schweinchenbande zu sein. Da bleibt okay. Nur noch eins zu sagen, liebes Alpha-Schweinchen, Sie sind auch mein Lieblingsstreamer TVNH Pupskurs TWN Wiggle Wiggle. Du bist so kurz davor, geone-shottet zu werden. Hört auf, das Game zu verlängern! Das ist schon längst vorbei, ihr Scheißer! Sie läuft neben mir her. Wenn sie mich dazu zwingt, sie zu schlagen, geht mein ganzer Progress weg. Von mir aus kann die leben. Was hältst du von Heavy Metal? Chat, ich bin ein bisschen unbeholfen, was so Musikgenre angeht. Also, ich bin mit AC/DC und Metallica und Manowar und so aufgewachsen, weil mein Dad das im Auto immer gehört hat, wenn wir auf Roadtrips gegangen sind. Das ist doch Heavy Metal, right? Oder ist das nur Metal? Ab wann wird Metal Heavy Metal? Ja, er hört das Geräusch und will ausweichen. Läuft dabei gegen Steine. Tut mir einen Gefallen. Hoffentlich können wir das wiederholen. Gut, dass er wieder ausweicht. Mein Hextotem ist direkt da vorne. Nicht weit entfernt von den Gens hier drüben. Der Gen neben mir fast fertig. Skirtschuk. Hier geht's ganz schön ab. Hier geht's ganz schön ab, Chat. Hier geht es ganz schön ab, ich sag es euch.
Der will zurück an seinen Jan. Ich will, dass er da weggeht. Wenn er jetzt gerettet wird, verliere ich sogar meine Aufladung. Ich muss hier weg. Rückwärtsgang, 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 weiter weg, weiter weg, weiter weg. Hier ist Safe Zone. So viel Platz muss ich dem zugestehen, leider. Okay. Bleiben wir weiter an dem Vittorio dran? Er shiftet auf jeden Fall sehr viel. Das Gute ist, dass ich jetzt vielleicht wieder Dings kriege. Ich würde gerne Jolt haben. Die Frage ist, lässt er das zu? Fuck! Ich war zu gierig auf Jolt und jetzt hat er die Shack. Oh, fuck me, Lord. Nice. Jolt, let's go! Schwäch den Gen an, bevor er zu weit weg ist! Jolt! Boom, Explosion Deluxe! Okay. Ja, wann immer wir können, versuchen wir auf Dingen zu spielen, Chat. Auf Maus 1, weil dann die Gens explodieren um uns herum. Besser als Maus 2. Ich muss jetzt langsam... Okay, passt auf. Nest am Hextotem. Dann weg. Damit ich die zweite Aufladung bekomme. Ich werde jetzt hier mein Nest aktivieren beim Totem. Vittorio ist runter in die andere Welt, in die Unterwelt. Und Adam ist wieder am Gen dran. Angeschwächt, wohlgemerkt. Hier habe ich jetzt keine Maus 1 benutzen können, aber besser als ihn zur Palette zu lassen, wie es vorher der Fall war. So. Chat, sobald der gerettet wird, haben wir einen One-Shot. Dann hat aufgezehrte Hoffnung ganze 3 Aufladungen. Das ist dann auch der Moment, wo wir auf unser Totem aufpassen müssen, weil sie das suchen werden, um es zu zerstören. Wo ist der hin? Ha? Ha? Ich warte immer noch auf die Rettungsaktion. Die meisten Gens sind jetzt geschützt von unseren Nestern. Nur eins noch da, das ich aktivieren müsste. Alright. Oh, one shot, right. Hab ich irgendwie vergessen. Sehr gut. Da ist jemand an meinem Totem. Ich habe keine Zeit, ihn aufzuhängen. Schaffe ich das noch rechtzeitig? Dude. What the heck? Das Timing war so gut. Okay. Puh, wir haben ihn verscheucht. Habe ich kurz ein bisschen Angst gehabt um mein Baby. Der ist sogar dead und hooked, wenn wir ihn kriegen, ne? Okay. Die eine Person, die weiß, wo mein Totem ist, stirbt jetzt. Hallo, schöner Pullover. Hat den deine Oma für dich ausgesucht? Wenn wir noch 2 weitere Aufladungen bekommen, können wir sogar Morin, ohne eine Mori-Opfergabe mitgenommen zu haben. Das Game verspricht also, noch sehr lustig zu werden. Sie haben den Ash aufgehoben, da vorne ist er. Ja.
Weil ich muss weiter weg vom Haken. Wow. Okay, sehr gut. Aufladung Nummer 4, gute Arbeit. Adam ist mir so ein bisschen zu nah Richtung, ja, Hextotem, right. Er hat sich für die Check entschieden, da ist aber keine Palette mehr. Ich habe ein bisschen abgewartet, ich dachte, er täuscht an, aber er ist straight fürs, straight zum Fenster. Ist das mein Totem? Weg da, ihr kleinen Schweinchen! Wenn der gerettet wird, dann können wir mampfen. Das wird gut. Vor allem haben wir so einen richtig ekligen Skin für den Demogorgon. Der ist so schleimig. Aufladung in Chat 5. Bereit fürs Mori? Ich kann dich da nicht einfach ranlassen. Tut mir leid, ist wirklich nicht böse gemeint. Er ist in die Unterwelt verschwunden. Der Schlawiner. Aber jetzt sollte mein Totem in Sicherheit sein. Ich sollte den Geslackten jetzt... Vierter... Schnell wieder nach Hause. Mama! Warte, ich geh hinterher. Kleine Scheiße. Er ist wieder nach oben! Mann! Bist du hier, um gefressen zu werden, Mensch? Gut. So lasset uns denn speisen. Njam, 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 njam. Hä? Ah. Oh. Oh, der Schlabberg-Demogorgon. So cool. Ist übel, ja. Ich hatte mich gefreut, dass er in die Wohnung reingeleuchtet hat, als ich gerade am Gehen war und dachte, ich wäre fein raus. Aber wir wurden direkt bestraft, ja. Das war fies. Das war sehr gemein. Ich weiß doch gar nicht, was man machen soll. Soll ich dann wieder in die Wohnung rein und auf den Laser zu? I don't know. Okay, 2 Taschenlampen, 2 Medikits, Chat. Haben wir uns gemerkt. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Im Zweifel. 2 Leute hier oben. Im Zweifel will ich mich nicht zu viel hier herumlocken lassen, wo... Wir gehen eiskalt rein, ich respektiere hier keine Paletten. Wir müssen uns auf die Gens konzentrieren. Ein Gen oben auf dem Hauptgebäude. Im Zweifel ist der aber nervig zu verteidigen, deshalb... Überlege ich, ob wir den in Ruhe lassen und lieber nach den Medkit-Leuten suchen. Die will mich wieder einfangen.
oben. Noch keine Medikit-Leute gesehen. Was machen wir denn da? Das war ein Fehler ihrerseits. Trotzdem, ich weiß, wie lange ich die Scheck spielen möchte, so. Dass sie darauf reingefallen ist. Nice. Sollte sie nicht schaffen. Chat? Keller. Okay. Damit können wir arbeiten. Sie ist wieder auf diesen Move reingefallen, wo wir durchs Fenster gucken, ohne wirklich was zu machen. Wenn ich Glück habe, verkacken sie sich gerade das Spiel komplett. Leider noch vor der zweiten Phase. Vielleicht kann ich sie aber hier lang genug blocken. Schade. Dann wenigstens noch so viel Blut rausholen, wie nur geht. Made for this, damit getankt. Krasser Schlagabtausch, gute Recovery seitens der Survivor. Insta-Heal, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bisschen frech, wenn er mich fragt. Sind auf jeden Fall gut bewaffnet, die Kleinen. Okay, wir müssen jetzt das ganze Blut einsammeln. Beide Seiten haben jetzt mitbekommen, was der jeweils andere so drauf hat. Die werden, da sie fast Game Over waren, werden sie sich jetzt umso doller an Jens halten. Zwei Leute hier. Mal sehen, ob die da noch auf dem Hügel sind. Die haben sich sogar geheilt da oben. Nice. Das war ein sehr langer Schlag. Hat die eine Taschenlampe? Ne, die hatte ja das Medikit, ne? Let's go, direkt noch ein Skirtschuk, damit die anderen so ein bisschen ausgebremst werden. Die Taschenlampen hängen zusammen rum, damit sie sich gegenseitig decken können, wenn sie wieder Fehler machen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Wie hingen die denn bisher? Claudette? Drei verschiedene Leute, oder? Ist jetzt noch nicht so gut gewesen bisher. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, die heilen sich da oben. Dann können sie blocken. Keine gute Idee. Timmy hängt zum zweiten Mal, Chat. Timmy wird unser Ziel sein, was den ersten Killern geht. Ich überlege auch, ob wir das forcieren, indem wir jetzt gleich eine Fähigkeit holen und das so ein bisschen bekämpfen. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Ich habe auf jeden Fall Respekt vor denen. Mir fehlt noch ein bisschen Blut, leider.
Die da hinten blutet, die füttert mich so ein bisschen noch, aber... Oh, es kommt eine Rettungsaktion. Ich werde erstmal die Feng Min holen, weil die andere D-Strike und so ein Shit haben könnte. Zu langsam, scheiße. Dieser blöde Warp, ich war mir sicher, ob das Fenster links ist. Wollte nicht zu früh zuhauen. Vielleicht kriegen wir Jolt ausgelöst in der Situation. Nee, schaffe ich nicht. Nicht mit der Palette dazwischen. Und die will aufheben. Mist. Das Schlimmste, was mir hätte passieren können. Ja, auf die aufzuheben! Mist! Was mache ich jetzt? Die reparieren vielleicht wieder? Ja. Let's go. Wir brauchen sie. Die andere wollte tanken. Timmy ist down. Let's go. Die wollen alle tanken jetzt. Zwei Tanks müsste ich schaffen. Drei werden schwierig. Timmy ist down. Gut, dass wir das Tag gewechselt haben. Die eine hat mich aber auch Zeit gekostet. Die war frech. Mehr Blut bitte. Movement Speed. Mehr Blut. Okay. Damit können wir arbeiten. Claudette läuft da vorne. Ins Haus. Unangenehm. Wir lassen sie in Ruhe. Ich sehe sie. Weiß sie, dass ich sie sehe? Hat die einen Dead-Hard? Nee, ne? Insta-Heal? Wir sperren sie ein. Das war for the people. Jetzt haben beide 10 Sekunden oder so Borrowed Time, aber ich habe sie eingesperrt. Das heißt, ich kann die Zeit abwarten und sie dann einfach umhauen. Hügel wäre cool, aber der Aufstieg ist auf der anderen Seite. Das würde zu lange dauern. Claudette kann sich erstmal nicht heilen, die ist broken durch die ganze Aktion. Der Jen hat ein paar Prozente verloren, nicht so viele, wie ich gerne hätte, aber... Ja. Okay, sie hatte off the record, das ist jetzt raus. Ich überlege, ob wir das Target wechseln, aber die Tatsache, dass sie blutet, können wir eigentlich gut gegen sie verwenden. Müssen halt nur so ein bisschen auf die Gens aufpassen. Ist sie geradeaus weiter? Shit, hab ich gar nicht gesehen. My bad. Okay. Fähigkeit? Das ist nicht so gut. Ich wollte nur genug Blut haben, um den Jen zu beschützen. Was machen wir jetzt? Zu zweit waren sie hier. Wieder jemand dran? Junge. Wie frech kann man sein? Erst sie aufheben, weil sie einen Unbreakable haben könnte. Und dann endlich mal meine Skirtschucks einsetzen. Junge, ich war schon in der Aufhebeanimation! Ah, tut mir sehr leid! Es. Du, ich habe mich schon gebückt. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr gesehen, wie ich mich gebückt habe? Ich habe schon so irrt gemacht. Nee, du bist so langsam. Dude, das tut so weh, dass wir den nicht bekommen haben.
Das tut so weh. Das tut so weh. Oder war das sogar ein Insta-Heal, weil einer wieder ab... Achso, nee, die ist broken, weil sie unten ist in der anderen Welt. Oh, dude, das ist so gemein. Ich hatte sie schon in meinen Fingerchen. In meinen kalten, kleinen Fingerchen hatte ich sie doch schon. So viel Blut wie möglich einsaugen. Okay. Die eine ist immer noch unten, die andere geht retten. Oder geht zum Gen zumindest. Macht sie es nochmal? Ne? Da vorne ist Claudette. Perfekt. Nice. Das habe ich gebraucht. Die hat sich unten einen Geist geholt und hatte dadurch Borrow Time. Die benutzen das Event so gut gegen mich. Holy shit. Zum Glück hat der Baum geblockt. Zweite Phase. Wettrennen gegen Made for This zur Palette. Ich küsse dich, TVNH. Diesmal habe ich gewonnen, Gott sei Dank. Ja, Unbreakable ist schon raus. Der Dennis war for the people. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, sie liegen zu lassen, aber ich habe versucht, sie aufzuhalten. Jetzt muss ich damit leben. Zumindest hat der Jen ein bisschen Schaden genommen. Let's go. Wenn sie jetzt beide sich direkt wieder in den Jen gesetzt haben, habe ich dann Probleme? I don't know. Die ist tot. Fähigkeit. Wir haben No Way Out mit 4 Stacks, aber eine Minute können sie schnell rausholen, die sind gut im Loopen. My bad. Hätte ich haben müssen. Kurz mal die Gens abchecken. Der ist auf 0. Kurz mal den da hinten abchecken. Ich hoffe, meine Fähigkeit reicht, um mal kurz ein bisschen über die Map zu schießen. Sehr gut. Bin froh, dass wir geguckt haben. Anstrengende Runde! Danach auf keinen Fall mehr. Ich habe keinen Bock mehr, bis Pyramid Head zu spielen. Das hier ist mein Hinweis vom DBD-Gott, dass ich das Spiel wechseln sollte, weil... die kurz davor waren, auf Wiedersehen zu sagen. Nice. Adrenalin auch auf denen. Tore liegen sehr nah beieinander. Und ich habe meine Fähigkeit im Anschlag. Oh, wir haben es geschafft. Your weakness disgusts me. Leute, hey. Die sind, bevor sie eine Rettungsaktion gemacht haben, angeschwächt, sind sie in die Unterwelt, haben da einen Geist befreit, damit sie 12 Sekunden oder so Borrowed Time bekommen, damit sie nicht geone-shottet werden können. Sie haben diese For-the-People-Kombo benutzt, wo sie in der Nähe sind, wenn jemand zu Boden geht, um den instant hochzuheilen. Beide sind für 10 Sekunden unantastbar. Sie haben sich zu zweit mit Taschenlampen haben sie sich Rückendeckung gegeben. Also das war schon ordentliches Teamplay von denen. Gut gespielt. Mimi. Wo sage ich denn Mimi? Ich sage einfach nur, es war sehr spannend, sehr anstrengend auch. Und ich habe Schiss gehabt, dass unser Streak gerade gebrochen wird. Das ist doch kein Mimi, wenn ich sage, die haben ihre Sachen gut eingesetzt. Die haben das alles, sie haben alle Chancen, die sie hatten, gut genutzt.
Das ist ja ein Kompliment. Ich sag ja nicht, boah, ist klar, ey, ist klar. Natürlich ist das, natürlich SWF, natürlich muss ja sein. Natürlich hat der Made for This dabei. Natürlich nehmen die wieder alle unfairen Sachen mit. Das ist so unfair, das ist so. Und die sind und dies und das und jenes. Denkst du, die waren SWF? Also mindestens 2 bis 3? Müssen nicht unbedingt alle sein, aber... Wir können ja mal kurz gucken.